Also hat jeder dann ein Thermometer dabei? Ja, ich hoffe aber, wie gesagt, dass es bei mir klappt, weil die Map stürzt bei mir häufig ab. Beim letzten Mal hat es geklappt, oder? Das war Highschool. Nee, das war Pilz. Nein, das, nee, war Highschool. Das war mit Olaf Pilz. Ah. Mit Olaf haben wir bis jetzt immer. Ich habe auf Highschool geändert. Dings gemacht. Ist aber dann Profi natürlich. Das ist egal. Hallo? Jetzt. Badabababam. Okay. Okay. Bin da. Also, Thermometer, EMF, Geister, Eventgruppen. Hallo? Ja. Ich gucke gerade nur, ob ich schon Ops sehe. Jetzt, Eik, ey, nee. Doch, den kannst du. Ich meine, das musst du den Laster aufmachen vorher schon. Da ist er doch offen. Hopp, rein da. Das Dumme ist nur, man weiß halt nie wirklich, wo welche Kamera ist, wo er lang läuft. Also ich geh rein. Ja, ich auch. Wenn ich so auf deinen Hintern schiele, sind 17 Grad da drinne. Ich versuche mich recht zu halten. Ich hab doch gesagt, ich bin recht. Es gibt aber nur zwei. Also, dass du rechts bist, das wissen wir. Eik, nee. Stopp. Das hast du doch aber gerade selbst gesagt, du bist rechts. Gegangen. Das gegangen habe ich nicht gehört. Ich würde gerne nach oben gehen, Eik. Hab den Knochen, aber kein Fotoapparat. Ich komm runter, ich bin liegen. Was ist eure bisher niedrigste Temperatur gewesen? 13. 13. Okay, ich hänge die ganze Zeit bei 14.
laufe ich gerade auf Ike zu, ja, oder? Ja. Da hinten beim Tisch. Und einsammeln nicht vergessen. Aus welcher Richtung? Ben, ich bin ja links gegangen, wenn ich du bist das hier unten, richtig? Ja. Jetzt von mir aus links. Aber da ist nichts. Könnte oben links sein. Könnte jemand zum Wagen gehen, um mich vielleicht an Lot? Hat die Highschool auch noch einen Keller? Nee. Also für beides, nee, da können wir gerade nicht. Wir versuchen gerade einen Raum zu finden. Du musst eigentlich nur eine Treppe finden. Ja, ich bin nämlich schon oben und suche hier die ganze. Ja, wo soll ich denn dann hinlaufen? Ich weiß. Habt ihr auch unter eurer Treppe mal geguckt? Weil das ist auch ein Raum, mehr oder weniger, glaube ich. Ich hab nichts verstanden. Ich hab nicht geschaut, vielleicht hat Ike geschaut. Nee, ich hab nicht geschaut. Vielleicht sehen wir jetzt doch noch einen Orb. Kein Ob zu sehen, schade. Ihr könnt wieder. Also ich habe kurzzeitig immer mal wieder Schritte wahrgenommen. Ja,
Ja, ich auch, Darko, du bist auch in meiner Nähe und ich glaube, ich habe auch ungefähr gehört, von wo er losgelaufen ist. Boah, der ist böse, der ist aggressiv. Der ist ja aggressiv drauf. Holy shit. Man sieht aber auch nicht den Geist hier rumwandern. Was ist unten? Die 7. Könnt wieder. Ike, bist du zufällig gerade außerhalb? Ja, ich bin im Van. Kannst du mal lotsen, wo es rauskommt? Ich glaube, wir haben nicht nur den Raum, sondern auch null Stamina. Sanity. Ungefähre Location. Sanity bei Darko 11, bei CO2 21. Könnt wieder. Ike, ich bleib jetzt hier gerade mal in der Ecke. Schau mal, wo CO2 ist. Dann weißt du auch, wo der Geisterraum ist. Und lohnt uns mal bitte raus. Das liegt wirklich an der Sanity, dass wir jetzt. Ich meine, 10 Meter weit. Darko, raus aus dem Raum. Links rum. Geradeaus hast du schon die Treppe. Im Raum liegt jetzt auch schon das Buch. Und CO2 rechts rum, Treppe. Hier, Darko, hier. Nein, na, Darko, hier, wo es Licht ist. Ich hab gesagt, aus deinem Raum raus, links rum, geradeaus, Treppe. Das war auch da, wo ich lang... Es leben noch beide, sehr nice. Jetzt ist die Frage, wo? Aber man sieht den nicht irgendwie rumwandern, das ist seltsam. Könnt wieder. Da hinten. Okay. Der ist sehr aggressiv. Vamos a ver.
schon mal gefunden. Waren es Gefriertemperaturen? Negativ. Also, nein, waren es nicht. Ich nehme trotzdem auch nochmal mein Schlauch mit Hamex und darf es rein. Links rum zur Treppe, die Treppe hoch, dann zweimal rechts rum und der dritte Raum von oben dort. Nee, der zweite. Das ist der zweite. Der zweite ist dann, wo das gelbe Dings ist, ne? Und du warst aber im dritten. Das ist so ein kleiner Toilettenraum. Ich kann euch den zeigen. Okay. Mit. CO2, hast du Pillen genommen? Eine, ja. Ebenfalls. Nicht sprinten. Weiß jemand, wo in diesem Haus die Sicherung ist? Irgendwo unter einer Treppe. Nee, ja. Stopp. Entweder unter einer Treppe oder in so einem kleinen Waschraumräumchen, wie auch immer. Nee, also genau bei der Treppe da unten, nur halt bei der anderen. Wasser. Ich höre Wasser. Wasser habe ich fotografiert, Buch auch. Ist das jetzt der Raum hier, wo der, ja klar, Buch ist da beschrieben. Bist du hier? Bist du da? Fingerabdrücke. Geht ihr mal bitte raus? Bist du hier? Bist du ein Kind? Bist du ein Mann? Hat einer EMF mit? Also antworten tut er nicht. Ich habe keine EMF mit, ich hatte UV-Lampe dabei. Okay, hast du EMF mit? Nee, ich hatte Fotoapparat okay. Und Talkbox. Ich gehe dann EMF rein, es kann EMF oder Talkbox sein. Also Talkbox hat er nicht reagiert bis jetzt. Ich muss sowieso erstmal ins. Ich gehe eher vom EMF aus. Ich muss erstmal ins Buch eintragen. Was hat man jetzt zwischen alles? Fingerprints, Book. Genau. Ein Spirit, ein Revenant, oder. Ja, das war Spirit oder Revenant? Ich gehe vom Revenant aus.
Ich kann ihn sowieso gar nicht fotografieren. Spirit wäre Geisterbox und Revenant wäre EMF-Level. Ich höre ihn halt. Ich höre den Geist, aber ich sehe ihn nicht. Geil. Geht wieder. Komm raus, du hast Deutsch einer Team. Ich bin schon seit 3 Hand auf dem Weg dazu. Gibt's hier nichts zum Werfen? Was soll denn das? Sag mal! Ich kann nichts aufheben, was ich werfen kann. Ich hab's gerade geschafft, meine Taschenlampe zu verlieren. Ich will auch das EMF vor der Eingangstür zu der Highschool liegen. Ich gehe hier eben das Licht anmachen. Ja, warte mal, bevor du da tief reingehst, ist es sinnvoll, wenn ich jetzt nochmal Sanity-Pillen nehme? Da haben wir wieder 40 beide. Oder soll lieber einer beide nehmen, dann hat er 80%. Okay. Das war dann ich auch das EMF mit. Ich hätte gern was zum Werfen. Ich hab das nicht. Nee, ich hätte ansonsten hier liegen lassen, dass du eben in den Raum reinwirfst. Ah, hier. Achso. Wow. Moment. Wenn ich sterbe, es ist EMF. Das ist es immer. Ganz ehrlich, du hast 80%, da passiert so schnell nichts. Was ist das? Hoffe ich jedenfalls. Ich gehe halt vom Revenant aus, das bedeutet, dass er sehr schnell sehr schnell travelt, wenn er angreift. CO2, bei der Treppe, wo du bist, da ist auch der Sicherungskasten. Ich weiß, deswegen gehe ich hier hin, ansonsten wäre ich anders abgebogen. Okay. Alter, das Wasser schon wieder ein. Kein Wunder, dass du tot bist ich bei dem Wasser. Machen, damit ich nicht so schnell die Sanity verliere. Hallo. ABC. Schade, ich dachte, das funktioniert. Ich bin gleich verarscht. Ich hab grad doch Sicherung reingemacht, weil sie vielleicht keinen Strom. Der hat die Hinterhand wurde wieder ausgemacht! Er ist wirklich exakt hinter meinem Rücken. Gesagt, du hast jetzt in der Zeit schon 20% Sanity verloren. Ja, beim Licht verliert man deutlich weniger, wenn man im Licht steht, als wenn man die ganze Zeit durch die Dunkelheit brennt. Hoffentlich, weil sonst wird das eine knappe Geschichte. Es geht als Tipp im Ladebildschirm. Habe ich aber auch noch nie gelesen. Na kommt CO2, ich warte. Ins Dunkel. Ich mach gleich den nächsten Lichtschalter an.
auf der Kamera. Okay, es ist so unnötiges Licht, dann lasse ich das auf. Ah, da kommt er doch schon. Heik, du könntest schon mal mit einem Gegenstand vorsichtshalber hier in den Wagen. Are you there? Der hat gerade Düdelü gemacht. Warno EMF 4. Lass doch das Ding an. Are you there? Hässlich! Die war ja mal hässlich. Falsches Zimmer. Sollte die Talkbox anlassen. Alles gut. Und die hat das Wasser wieder angemacht. Kein Wunder, dass die so aussieht. Ganz, ganz ehrlich, du hast jetzt 40% noch ungefähr. Komm raus. Are you there? Talk to me. Rede mit mir. How old are you? Can you say something? How old are you? Alle anderen Aufgaben haben wir sowieso erledigt. Jetzt war so unsichtbar. Ja. Ich würde mit EMF5 gehen auf Talkbox, weil Gate bei mir auch nicht hatte, aber ein EMF4-Ausschlag. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nur 4 war oder 5. Es ging halt, als ich drauf geguckt habe, war 4. Deswegen. Ich hab's ja gesehen, war 4. Erstens brauche ich sowieso hier noch Ike, der hat noch bisher nichts geworfen. Zweitens, EMF spackt ja gerne mal rum. Also EMF war 4. Ich denke mal, erst ist die Talkbox. Aber weil die Alte so ein breit gezogenes Maul hat, wird die nicht quatschen können. So, wir gehen mal raus und gucken, wie viel Sanity der Akku hat. Weil der könnte eigentlich noch mal rein. Wäre für Talkbox.
Wobei der EMF könnte noch auf 5 ausschlagen. Ich bin schon wieder auf dem Weg. Ja, ich sehe dich. Hast noch 10%. Okay, Dago hat 0%. Und die Sicherung ist hier raus. Fußball hinter uns gehabt, kurz. Okay, das ist eines der wenigen Sachen. Es gibt hier nämlich beinahe so einen Poltergeister. Hier ist total scheiße. Also ich gehe mit Revenant. Ebenfalls. Ike wirft den Fußball auf die Tastatur, damit wir los... auf dieses Tastenfeld, damit wir los können, wenn du es eingetragen hast. Jo. Ich hab dich auf die Tastatur geworfen. Ich wollte, dass Darko noch mal reingeht. Also, ich hatte nicht auf die Tastatur geworfen. Auf das Tastenfeld. Hab ich nicht geworfen, ich hab in den Van reingeschmissen. Ich wollte, dass Darko noch mal reingeht. Ja, aber nicht mit 0 Sanity. Doch. Ich hab die Alte gesehen. Kein Wunder, dass sie nicht sprechen konnte. Aber was war denn das jetzt überhaupt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Moment. Gut. Die Alte hat so ein breites Maul gehabt, die konnte nie reden. Egal.